Hi, ich bin Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Master Plan. Willkommen in dieser Lektion, wo du einen Bending Lick lernen wirst. Richtig cool. Los geht's. Ja, gehen wir das Bending Lick mal Ton für Ton durch. Das ist wirklich ein richtig geiles Lick, um auch deine Bendings einfach zu üben. Wenn du gerade erst mit den Bendings am Anfang bist, das Ganze erstmal lernst, dann würde ich dir empfehlen, das erstmal noch nicht jetzt, sag ich mal, zu üben. Du kannst natürlich rantrauen, kein Thema. Aber es kann sein, dass gerade dadurch, dass wir verschiedene Tonhöhen verwenden, das erstmal am Anfang etwas zu schwierig ist. Am besten lernst du erstmal ganz normale Bendings zu machen und einfach nur einzelne Bendings. Und dann kannst du dich auf jeden Fall nochmal hier rantrauen, solltest du auch, um deine Bendings einfach zu perfektionieren. Und was wir nämlich haben, ist hier folgendes. Du bendest quasi von dem A, 14. Bund, G-Seite, zu dem B auf dem 16. Bund. Was du dann hast, du spielst quasi den gebendeten Ton viermal an, dann verschiebst du das Bending leicht nach unten, sodass du ein Dreiviertel-Bending hast. Das ist bewusst so eingestellt, dass es quasi ein bisschen leierhaft, so ein bisschen traurig, ein bisschen verstimmt klingt. Wir bleiben quasi allerdings nicht die ganze Zeit auf den Ton bleiben, dann klingt es quasi auch wieder gut. Wir lösen das Ganze ja auf. Ist ja quasi dazu gedacht, um eine Spannung aufzubauen und dann so langsam wieder abzubauen oder auch mehr oder weniger aufzubauen, je nachdem, wie du siehst. Benden dann den Dreiviertelton, den spielst du auch nochmal viermal, benden den dann runter auf den Halbton, quasi vom A zum A ist, wenn du es so möchtest, oder zum B-Flat, ja, was ja quasi auch, wir sind ja hier in E-Moll, was ja auch nicht in der Tonleiter drin vorkommt, deswegen ist diese Dissonanz ist gewollt, und landen dann erstmal wieder auf den A. Bis dahin erstmal. Ja, wenn du das erstmal so in Isolation übst, ist auf jeden Fall effektiver. Dann vom 14. Bund in den 12. Bund, erster Finger. Und dann nochmal den 14. und 12. Bund auf der D-Seite. Und jetzt endet dann hier, landest du auf dem E. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ups. Reicht quasi auch bei dem Ende, wenn du wirklich nur ein paar Millimeter das runterschiebst. Das am besten ein bisschen nach dem Gehör machen. Ich meine, das Halbton-Bending kannst du quasi auch so üben, indem du es einfach mal anhörst. Aber das Dreiviertel-Bending lässt sich quasi nicht spielen, weil es genau dazwischen liegt. Da gibt es ja keinen Bund dafür. Am besten wirst du dir das Video vielleicht öfters mal anhören, damit du auch so ein Gefühl dafür bekommst, wie das klingt. Wenn du es am Ende nicht hundertprozentig triffst, was vielleicht die ersten paar Male vorkommt, ist es auch kein Thema. Im Endeffekt ist es ja gewollt, dass etwas leierhaft klingt, etwas dissonant, ja. Und dann kannst du einfach nach und nach das Ganze dann perfektionieren, damit du es auch wirklich dann genauso spielst, dass du ein Dreiviertel-Bending hast und ein halbes Bending. Vielleicht auch noch als Tipp, ist jetzt nicht bei dem Lick mit dabei, aber was du zum Beispiel danach spielen kannst, so habe ich es auch in dem kurzen Jam gemacht, ist... Ja, das ist auch eine ganz coole Tonfolge, jetzt mal so als kleiner Boni hier in dem Video, dass du quasi einfach die Pentatonik hochspielst und du wiederholst quasi die Töne. Ist so ein bisschen Zakk Wylde, hat so einen ähnlichen Lick, wenn ich mich dran sind, entweder Zakk Wylde oder Slash, bin mir nicht ganz sicher. Ja, das ist einfach nur so als kurze Sache, ist mir gerade so eingefallen, als ich vorhin so gejammt habe. Ja, aber das erstmal so zu dem Lick. Wie gesagt, übe das Beste am Anfang erstmal in Isolation. Du kannst auch gerne einfach erstmal nur das Bending üben und den Rest. Der Rest ist ja sowieso relativ simpel. Hier kommt es wirklich drauf an, das Bending zum einen hier richtig zu machen und dann diesen Lick, wie immer, was ganz wichtig ist, nicht nur einfach so einzeln spielen, sondern in deinen Improvisationen auch richtig anzuwenden, mit anderen Licks zu kombinieren und einfach rein mit deinen anderen Improvisationen und Solis auch zu kombinieren. Okay, das war das Bending-Lick. Wird dir auf jeden Fall immens dabei helfen, deine Bending-Technik weiter zu verbessern und natürlich auch dein Lick-Arsenal zu erhöhen, mehr Licks auch zu verbinden in deinen Improvisationen, vielleicht daraus auch noch ein anderes kreieren. Geht auch nicht nur darum, dass du es eins zu eins nachspielst, sondern einfach so ein paar Inspirationen, ein paar Ideen erhältst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, beziehungsweise die Videoanlagen, genau, ganz wichtig, wo du nochmal die
Tabs in dem PDF findest. Die findest du unter dem Video zum kostenlosen Runterladen. Wie immer ist der Link oder eine Videobeschreibung. Wenn du auf YouTube bist, kommst du auf unseren Blog, dann kannst du das Ganze kostenlos runterladen. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder allgemein zum Thema E-Gitarre lernen, einfach unten in die Videokommentare schreiben und wir antworten wieder entsprechend dann. Ansonsten, wenn dir die Lektion gefallen hat, gib mir auch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, damit du immer über die neuesten Videos benachrichtigt wirst. Ansonsten wünsche ich dir noch mega viel Spaß und Erfolg beim E-Gitarre lernen. Bis zur nächsten Lektion. Rock on!